Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich habe es jetzt ehrlich gesagt so richtig auch nicht ganz begriffen, Herr Kollege Hendricks, was jetzt eigentlich Ihr Problem ist. Sie haben vom falschen Zeitpunkt geredet, also naja, falsche Priorisierung. Also ich meine, es ist doch wirklich richtig vom Kollegen Lammler dargelegt worden, was Kommunikation in die Heimat für die Menschen, die nach Nordrhein-Westfalen kommen, auf der Flucht vor Verfolgung und Not, was Kommunikation dafür einen Stellenwert hat. Und da dann einfach zu sagen, naja, ist uns irgendwie nicht der richtige Zeitpunkt und passt uns irgendwie gerade nicht in den Kram und die haben ja alle Smartphones, ich finde das schwierig. Nichtsdestotrotz scheinen wir mit unserem rot-grünen Entschließungsantrag gar nicht so falsch zu liegen in der Einordnung, wenn jetzt die CDU uns sagt, wir gehen viel zu weit und die Piratenfraktion sagt, wir gehen nicht weit genug, dann scheint das so zu sein, dass wir es einigermaßen getroffen haben. Was ich aber gut finde, liebe Kolleginnen und Kollegen, an der Debatte, wie sie bisher verlaufen ist, ist, dass wir uns einig sind in der Zielrichtung, dass wir uns einig darin sind, dass Smartphones, dass Kommunikation nach, in die Heimat, dass Kommunikation mit den Angehörigen, mit den Familienmitgliedern, mit den Freundinnen und Freunden, gerade für Menschen, die auf der Flucht vor Verfolgung und Not sind, eine sehr, sehr hohe Relevanz hat und dass sie darin unterstützt werden müssen. Denn jeder von uns kennt das einfach. Nach einer längeren Reise geht natürlich als erstes der Griff zum Handy. Und wir sagen unseren Lieben zu Hause, dass wir gut angekommen sind. Nun ist, und das will ich überhaupt nicht verkennen an dieser Stelle, eine Reise, wie wir das kennen, mit einer Flucht vor Verfolgung und Not überhaupt nicht vergleichbar. Ich will das nicht kleinreden. Diese Menschen sind in eine ungewisse Zukunft aufgebrochen. Sie haben ihre Heimat zurückgelassen, ihre Freunde, ihre Angehörigen. Manche haben auf dem Weg Familienangehörige aus den Augen verloren. Ihre Freunde, die Menschen, die ihnen unterwegs geholfen haben, sind vielleicht in einem anderen Land gestrandet und sie brauchen den Kontakt, sie brauchen die Unterstützung. Und da wollen wir natürlich unterstützen, denn wir sehen auch, dass Smartphones dann oft die einzige Verbindung dieser Menschen zu ihren Angehörigen sind, neben dem, was der Kollege Lammler eben auch angesprochen hat, dass sie eben auch ein Speicher für relevante Dokumente sind und auch für wichtige private Erinnerungen. Wir wollen diese Verbindungen erleichtern, wir wollen da Brücken zwischen den Welten schlagen, das wollen wir unterstützen, gerade für Menschen, deren Flucht hier in Nordrhein-Westfalen ihr vorläufiges Ende findet, sind Dienste wie Skype, wie WhatsApp dann eben ein wichtiger Weg der Kontaktaufnahme über freie WLAN-Zugänge. Kann das kostenlos erfolgen und dadurch schaffen wir für diese Menschen massive Erleichterungen. Insofern ist Kommunikation, sind Smartphones längst kein Luxusprodukt mehr. Wir kennen das, oder viele von uns kennen das ja aus Debatten, dann heißt es da, die haben ja alle Smartphones und das ist ja, die leben hier ja in Saus und Braus. Das ist natürlich nicht so und ich finde es auch gut, dass solche, zumindest solche Ressentiments jetzt hier nicht gefallen sind, denn natürlich ist Kommunikation, natürlich sind Smartphones kein Luxusprodukt, sondern sie erleichtern Menschen, die eine wirklich richtig schwere Flucht hinter sich hatten, die Kontaktaufnahme in die Heimat. Und auch da ist es eine ganz wichtige Rolle, sie erleichtern auch durch viele Angebote konkret die Integration vor Ort. Jetzt hat der Kollege Lammler uns eben dafür kritisiert, dass wir in unserem Entschließungsantrag die Telekommunikationswirtschaft und ihre Initiativen begrüßt haben. Das eine zu tun, heißt natürlich nicht, das Engagement der anderen kleinzureden. Das will ich an dieser Stelle ganz klar sagen. Deshalb haben wir ja in unserem Text auch ganz eindeutig drinstehen, dass das Engagement der einen nicht zulasten des Engagements der anderen geht. Aber wir sagen schon ganz klar, die aktuelle Flüchtlingssituation ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Und da müssen eben auch alle dran mitwirken. Und deswegen ist es auch, glaube ich, ganz in Ordnung, erstmal zu begrüßen, dass beispielsweise die Deutsche Telekom, ich habe sie von diesem Pult aus oft genug schon kritisiert, an der Stelle finde ich, hat sie was durchaus Richtiges gemacht. Sie hat nämlich gesagt, wir beteiligen uns da. Auch Unity Media hat das gesagt. Und ich finde, das darf man dann auch durchaus mal lobend erwähnen, ohne natürlich irgendwie das Engagement der Freifunkerinnen und Freifunker kleinreden zu. Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Lammler zulassen? Sehr gerne. Bitte schön.
Ja, vielen Dank, Herr Bolte, für die Zulassung der Zwischenfrage. Sind Sie bereit, zur Kenntnis zu nehmen, dass ich lediglich die prominente Heraushebung der Deutschen Telekom in diesem Antrag kritisiert habe, nicht das Engagement der Kommunikationswirtschaft an sich? Ja, das nehme ich zur Kenntnis. Und ich würde mich dann natürlich freuen, wenn Sie im Gegenzug zur Kenntnis nehmen würden, dass wir hier keine Marketingveranstaltung für die Deutsche Telekom gemacht haben und auch keine Veranstaltung, die irgendwie da das Engagement von dem einen oder der anderen Seite irgendwie kleinreden will. Das ist dann begrifflich möglicherweise, auch wenn man dann an die Textarbeit geht. Lieber Kollege Lammler, dass es dann da begrifflich zu Punkten kommen kann, wo Sie sagen, naja gut, und wenn man von Hotspots spricht, dann hätte man eigentlich Access Points schreiben müssen. Okay, ich glaube, wir wissen ungefähr, was da gemeint war. Das ist vielleicht so, dass Sie mit einem anderen technischen Begriffen an der einen oder anderen Stelle auf die Sache drauf gucken. Das bin ich gerne bereit zuzugestehen, das ist völlig okay. Nichtsdestotrotz sind wir uns, glaube ich, in der Zielrichtung einig. Ich finde es auch wichtig zu sagen, gerade bei den Regelunterbringungseinrichtungen geht es dann tatsächlich um Standardfragen. Da finde ich es auch sehr, sehr relevant, dass wir in unserem Antrag das jetzt wirklich als Standardfrage vorgesehen haben. Da finde ich, gehen wir auch tatsächlich ein Stück weit über das hinaus, was in Ihrem ursprünglichen Antrag drinsteht. Das war jetzt Ende der Antwort, weil wir das ein bisschen mitmessen müssen hier. Ja, das war das Ende der Antwort, sehr geehrter Herr Präsident. Und ich würde, wenn Sie erlauben, noch den letzten Satz dazu sagen. Darf ich? Gut. Die Ministerpräsidentin sagte heute Morgen, dass wir auf die Wochen und Monate der Willkommenskultur, die jetzt hinter uns liegen, Jahre des Willkommens und der Integration folgen müssen. Das Internet bietet dafür großartige Möglichkeiten. Nutzen wir sie. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr